In die Debatte um den Stadionbau von Hertha BSC kommt offenbar Bewegung, jetzt hat sich Sportsenator Andreas Geisel, SPD, gegen einen Umbau des Berliner Olympiastadions ausgesprochen. Er halte das für ziemlich ausgeschlossen, sagte Geisel dem RBB am Montag, auch vor dem Hintergrund, dass wir eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht haben. Der Umbau wäre teuer, 200 Millionen Euro Steuergelder einzusetzen und Hauptnutzer Hertha BSC sagt hinterher, so wolle er es nicht, ist ganz schön viel Geld. Das halte ich für ausgeschlossen. Im Olympiastadion war am Sonntag die Leichtathletik-EM zu Ende gegangen. Schon im Mai hatte Geisel gesagt, dass der Umbau suboptimal wäre. Was wird ohne Mieter aus dem Stadion? Hertha BSC möchte einen kleineren, engen Neubau neben dem Olympiastadion errichten ohne Steuergeld. Der Knackpunkt, was wird dann aus dem riesigen Olympiastadion? Der Arena droht die meiste Zeit der Leerstand ohne den Hauptmieter. Im Mai hatten beide Gesprächspartner ihre Pläne diskutiert, zwei Ideen waren übrig geblieben, entweder der Umbau oder der Neubau. Der Umzug von Hertha BSC hinter die Stadtgrenze nach Brandenburg war längst vom Tisch und alles so zu lassen, wie es ist, will wiederum der Mieter nicht. Jetzt ist nur noch eine Idee übrig. Der Neubau eines Fußballstadions. Wie der Neubau finanziert werden soll, Hertha gehört zu Berlin und wenn Hertha sagt, sie wollen mit uns darüber reden, dann ist es selbstverständlich, dass wir mit Hertha darüber reden. Aber sie merken schon, dass ich da skeptisch bin, sagte Geisel dem RBB. Im Juni hatte Herthas Geschäftsführer Ingo Schiller im Tagesspiegel-Interview gesagt, es gibt eine ganze Reihe interessierter Banken, Versicherungen, Fonds und Einzelinvestoren, die solche Infrastrukturprojekte gern finanzieren. Ein Fußballstadion ist ein interessantes Anlageobjekt, das stabile Renditen verspricht. Ich persönlich glaube nicht, dass wir Geldgeber außerhalb Europas haben werden, aber es ist noch zu früh, das zu entscheiden. Es gibt auch noch weitere Finanzierungsbausteine, Eigenkapital, eine sparte Miete für das Olympiastadion, Einnahmen aus Sponsoring-Verträgen und aus dem neuen Stadion. Der Club hat einen Mietvertrag bis 2025 im Olympiastadion. Problem des Neubaus auch die Verkehrserschließung. Der Club würde den Neubau gern nahe dem U-Bahnhof Ruhrleben errichten für etwa 55.000 Fans, mit steilen, engen Tribünen, Fahrradstellplätzen und Parkhaus. Aber jetzt ist erst einmal das Berliner Parlament gefragt. Nach der Sommerpause will sich der Sportausschuss des Abgeordnetenhauses ein weiteres Mal mit den Stadionplänen befassen. Eine klare Meinung, neue Arena für Hertha oder Umbau des Olympiastadions, haben die Sportexperten von SPD, Linken und Grünen bisher nicht geäußert. Probleme, die gelöst werden müssen, sind die Kosten, der Denkmalschutz im Olympiapark und die Verkehrsanschließung. FDP-Olympiastadion ist doch gut. Stefan Förster, sportpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, hat sich am Vormittag gemeldet. Auch er ist gegen Steuergeld, um damit den Umbau zu finanzieren. Das Olympiastadion findet er ausreichend, die Spielstätte ist für erstklassigen Fußball geeignet und erfüllt auch alle weiteren Auflagen. Wenn es Hertha BSC nicht gelingt, trotz einer stetig wachsenden Stadt und neuen Einwohnern mehr Menschen ins Fußballstadion zu bekommen, sind das Probleme, die der Verein durch besseren Fußball und attraktivere Konditionen für die Zuschauer zu lösen hat. Hier darf auf keinen Fall der Steuerzahler in die Verantwortung genommen werden. Ideen und Bilder, so soll das Hertha-Stadion aussehen, 1 von 14 Simulationen, Hertha BSC ASP 18.05.2018 7:51 Uhr Stand Mai 2018, so soll das neue Stadion liegen, das Hertha BSC sich wünscht, ganz am Rand des Olympiaparks. Links, dass die Idee des Umbaus eine temporäre Laufbahn über den sitzender Umbau des Olympiastadions hätte aus Senatssicht so aussehen sollen, das Spielfeld würde um 2,5 Meter abgesenkt auf das Niveau des heutigen Spielertunnels.
Der Oberring bliebe, wie er ist. Der Unterring würde näher ans Spielfeld heranrücken. Das Dach müsste dafür vergrößert werden, will ja niemand im Regen sitzen. Kapazität 74.300 Plätze. Allerdings war schon das etwas kurios, denn Hertha sagte ja, dass dem Club das Stadion zu groß ist. Bemerkenswert war auch die Idee, die Leichtathletiklaufbahn bei besonderen Sportereignissen in das engere Stadion einzubauen, mithilfe einer Gerüstkonstruktion über den untersten Sitzplätzen, die dann quasi unterhalb der Laufbahn wären. Der Haken, der Rasen kann nicht mal eben angehoben werden und würde sich dann in einem, laut Studie, 6 Meter tiefen Loch befinden. Es müsste also ein Spielfeld über dem Naturspielfeld auf Stelzen gebaut werden, damit die Zuschauer auch etwas sehen, wenn Kugeln oder Speere über das Spielfeld fliegen. So könnte das umgebaute Olympiastadion aussehen, ein von 20 Simulationen, GMP, Senat 22. Mai 2018, 16.39 Uhr. Die andere Idee, Stand Mai 2018. Auch der Senat hat sich mit dem Architekturbüro GMP Gedanken zum Umbau des Olympiastadions, 1100 Fahrradstellplätze am Hertha-Stadion geplant, näher ran an die U-Bahn, Vorbild Bilbao, privates Geld für den Neubau. Details zur Stadiondebatte im Abgeordnetenhaus Mai 1998, Stadionneubau ist die beste Lösung. Enges Stadion, keine Laufbahn, Denkmalschutz, Standort Olympiapark, alles schon mal da gewesen. Neubau wäre die beste Lösung, sagte der Senator, zur Eröffnung, Dieter Hoeneß von Hertha BSC, das Olympiastadion atmet. Mit 5 Jahren war er das erste Mal auf der Tribüne, bei der WM 1986 stand er vor 140.000 Fans auf dem Platz. Punkt. Herthas damaliger Manager Dieter Hoeneß mehr zum Thema im Tagesspiegel-Interview.